Schön, dass du da bist, lieber Fisch. Die Liebe. Schau mal an, was bringt die Liebe, was bringt der Bereich der Liebe, was kommt auf dich zu, was sind die Themen. Bis Mitte Juli 2023 im kollektiven Feld, lieber Fisch. Gell? Ich arbeite mit diesem Tarot-Deck, das ich sehr schätze und sehr liebe. Freue mich drauf. Beachte bitte, lieber Fisch, dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen. Mondzeichen, nachdem es um die Liebe geht, so auch dein Venuszeichen, lieber Fisch. Gut, los geht's. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du der Mann bist, trage es bitte entsprechend um. Und dass eine kollektive Legung keine persönliche Kartenlegung ersetzt, lieber Fisch, das weißt du. Gell? Persönliche Kartenlegungen biete ich auch an. Meine Homepage findest du in der Infobox. Das Schicksal ist in Sachen Liebe mit dem Spiel bei dir. Zwei Männer. Sehr schön. So, lieber Fisch, also Zeit der Wende für dich in Sachen Liebe ist im kollektiven Feld. So, es ist so, wann du dich da wiederfindest. Ja, schau einfach, ob du dich wiederfindest in der Situation, die ich jetzt da beschreibe, von den Karten her. Und wann das so ist, dann bleib bitte gern dran. Dann gehen wir dann in die Prognose, in die mögliche Tendenz, gell? Bis Mitte Juli 2023. Und wann du was sagst, na, da findest du dich gar nicht wieder. Brauchst nicht traurig sein, es ist ganz normal, dass du nicht immer mit dabei sein kannst. Es ist eben eine allgemeine Legung. Ja? So, du entfernst dich in Sachen Liebe von Hin- und Herschwanken, Unsicherheit und Oberflächlichkeit hin zu. Du bewegst dich hin zu deiner Wunscherfüllung. Also du möchtest jetzt wirklich ankommen bei deiner Wunscherfüllung in Sachen Liebe. Okay? Es ist so, dass es hier in deinen Gedanken, in deinem Bewusstsein einen Mann gibt. König der Kelche. Hoppala. No. Jetzt also wenn du sagst, da gibt es so gar niemanden, an den du denkst, dann bist du nicht mit dabei. Weil da liegen nämlich sogar zwei. Lieber Fisch. Gut. Gegenüber diesem König der Kelche hast du dich ein klein wenig verschlossen. Es geht da, warst du im Geiste um eine klare Ausrichtung. Die drei der Kelche ist halt schon von ärmer Oberflächlichkeit. Manche sagen auch, es ist einer zu viel im Spiel, weil es doch die drei ist. Aber die drei der Kelche ist einfach dieses Feiern, diese Partylaune und so. Und du hast die da, das ist nämlich ein bisschen vertieft. Verschlossen.
der Herz zugemacht, bist nach innen gegangen und du weißt, dass da eine klare Ausrichtung diesen König der Kelche betreffend ansteht. So, in der jüngsten Vergangenheit war es so, dass eine Situation war in Sachen Liebe, letzten ein, zwei, drei Wochen, wo du dich gegen etwas oder jemandem abgegrenzt hast und gesagt hast, so nicht. Und zwar vor allem auch, du siehst, der hat diesen Stab übers Herz, das heißt, von Herzen abgegrenzt hast. Ja? Im Unbewussten ist es so, dass du spürst, dass ein Mann, ja, sich gerne bei dir melden würde, irgendwie so ganz klein und vorsichtig. Lieber Fisch, der sich unsicher ist, soll er nicht. Das spürst du in deinem Feld, ja. Aha. Der, der dir ein Friedensangebot machen möchte, ja. Es ist so, der hat da im Herzen nicht wirklich gut dann die drei der Schwerter sind gelegen. Das spürst du in deinem Unbewussten, ja. Vielleicht in deinen Träumen und so. Also, weiters ist es so, wenn du die da wiederfindest, bisher, lieber Fisch, dann ist es so, wenn ich sage, okay, wie siehst du dich oder ja, in Sachen Liebe, haben wir den zweiten König, der König der Münzen. Also nicht du erscheinst da, sondern also entweder sind es drei Anwärter oder zwei. Da würde jemand sehr, sehr gerne auf dich zugehen. Dürfte aber gerade Pause sein mit den vier Schwertern, lieber Fisch. Oder es blockiert. Geht um einen Neubeginn, Neuaufnahme des Kontakts mit dir, Königin der Kelche. Lieber Fisch. Gut. Dann schauen wir weiter. Also deine Hoffnungen oder Wünsche sind einfach eine komplett neue Chance in Sachen Liebe. Was ganz Neues. Was kommt von außen auf dich zu? Die Möglichkeit auf eine liebevolle Partnerschaft. Jetzt gehen wir in die Prognose. Was ist da los? Da muss ich vertiefen, lieber Fisch. Ich habe da noch jemanden liegen. Den sehe ich wirklich als Mann, den Ritter der Schwerter, der da irgendwelche Spielchen treibt oder besonders listig sein möchte. Ja, und eine neue Chance möchte. Interessant, gell, lieber Fisch, das ist, diese Energie ist sozusagen, dass da, das ist jetzt schon zweimal gelegen, ne? Also eine neue Chance mit dir. Kann natürlich einer von diesen beiden sein, ja. Diese zwei Männer, die schauen wir in der Fortsetzung genauer an. Den Link zur Fortsetzung findest du in der Infobox. Okay? Aber die schauen wir näher an. So. Und die fernere Zukunft. Was ist da in Sachen Liebe? Liegt schon, wenn mich jetzt einfach nur vertiefen. Ja, du weißt nicht, was du dann machen sollst. Du bist komplett verwirrt. Du weißt, dass du mindestens einen da viele Möglichkeiten und du weißt dann gar nicht mehr. Was steckt hinter welchem Kelch? Welche Möglichkeiten? Oh Gott, was entpuppt sie da, ja? Und es geht darum, ganz radikal zu wählen.
ganz wirklich sein zu lassen oder einen Weg sein zu lassen, ganz klar zu entscheiden. Ja, diese beiden Kandidaten, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Es liegt da der Grund, was du für dieses Klar entscheiden, weil du magst einfach nicht mehr warten oder auf jemanden warten. Ja, das raubt der Energie. Diese Warterei. Diese zwei Kandidaten, die schaue ich mal in der Fortsetzungslegung an. Freue mich drauf. Lieber Fisch, ich danke dir ganz herzlich fürs Mit dabei sein. Viel, viel Segen für dich und bis bald, Stella.